Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Rudi mit einem weiteren Video zu Diablo 4 und zwar natürlich zur Erweiterung, die uns erwarten wird, denn schon dieses Jahr gibt es eine Erweiterung zu Diablo 4 und die hat es richtig, richtig fett in sich. Ist auf alle Fälle meine persönliche Meinung. Vorgestellt wurde das Ganze im Rahmen des Xbox Showcases. Blizzard gehört ja nun Microsoft. Kein Wunder, dass es dort vorgestellt wurde. Und was ist drin? Neben diesem absolut beeindruckenden Trailer, den ich euch natürlich hier im Hintergrund nicht vorenthalten möchte, aber wenn Blizzard schon immer eins konnte, dann ist das natürlich Trailer machen. Ne? Die Trailer waren schon immer der absolute Superburner. Ganz genauso bei diesem, der uns nämlich die neue Klasse, die wir erhalten werden, vorstellt. Genau, es wird auf alle Fälle geben eine neue Klasse und noch einiges anderes, was das alles ist, erzähle ich euch gleich nach der Werbung. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Gold, Items oder auch Boosts für Diablo 4, checke einfach MMOXP. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GOODY und erhalte so nochmal zusätzlich 5% Rabatt auf alle Bestellungen. So, damit sind wir auch schon zurück und gucken rein in die Inhalte. Vessel of the Hatred, der Name des DLCs, was ist drin enthalten? Wir haben A, die neue Klasse des Geistgeborenen, das ist der Name, ein neues Gebiet, Nahantu. Dann haben wir ein neues Kapitel in der Kampagne, was direkt dort ansetzt, wo ja, unsere aktuelle Kampagne gestoppt wurde. Und wir bekommen wieder dazu Söldner, die wir anheuern können. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das gewesen war. Diablo 2, wo ich mich, glaube ich, noch erinnere, wo, glaube ich, die Söldner eingeführt wurden, die wir dann halt auch ausrüsten können, ausstatten können, die einen eigenen Fertigkeitenbaum haben werden, die auch eigene Fähigkeiten haben werden. Da ist noch nicht so viel bekannt, was es da genau aber schon gibt, sage ich euch gleich. Erst einmal schauen wir nochmal, was es obendrauf noch gibt. Wir kriegen einen neuen PvE-Koop. Modus, ein neues Dungeon und das scheint so ein wenig ein Raid-Dungeon zu sein, nach den ersten Ankündigungen, wie es aussieht, ein gemeinsames Koop-PvE-Dungeon, natürlich mit mega fettem Loot, wie sollte es anders sein? Und obendrauf wird es natürlich auch geben, Updates für das Grundspiel. Eine Sache könnt ihr bereits jetzt machen, ganz, ganz wichtig, ne? Ihr könnt euch schon mal hier einen so einen kleinen Gefährten holen. Ihr solltet automatisch beim letzten Update eine Quest erhalten haben. Da müsst ihr nur in irgendeinem Ort, ich weiß gar nicht mehr, in welchem das war, ist ja markiert auf der Karte. Und da braucht ihr nur einen Hund streicheln und kriegt dann diesen Hund. Und dieser wird für uns Folgendes tun in Dungeons: Geld und Handwerksmaterialien aufsammeln. Also Gold und Handwerksmaterialien wird er einsammeln. Das war's leider. Da ging mehr, ne? Da ging mehr, ne? In Diablo 3 konnte man dort auch zum Beispiel halt, da sage ich mal, kleineres Loot mitgehen lassen und das direkt gleich zerlegen lassen. Hatte, glaube ich, damals so Season 28 oder was, wo das kam. Also da hätten sie sich mal dran erinnern können, dass so ein Hund mehr kann. Und dann wäre es richtig geil, wenn man dem, ja, dem Gefährten dann noch so einen kleinen, sage ich mal, Loot-Filter an die Hand geben, was er aufsammeln soll, was er nicht machen soll. Das wäre, finde ich, eine gute Sache. Finde ich wirklich eine gute Sache. Und wie gesagt, natürlich gibt es dann viele Boni, wenn ihr vorbestellt. Dann gibt es da natürlich noch weitere Gefährten, die ihr euch zulegen könnt. Und ich denke, auch der Shop wird schön voll sein mit Gefährten dann, wenn es soweit ist. Das war das erste Bekannte. Also, wir bekommen die neue Region. Das ist auf alle Fälle eine Dschungelregion. Feuchter Wald, Sümpfe, Moor, Morast und da drin liegt die noch aus Diablo 2 bekannte Stadt Kurast. Vielleicht kriegen wir da auch unsere Söldner her, ne? Das würde irgendwie passen. Und wir können zum Beispiel auch den Kerker des Hasses wieder betreten. Der Kerker des Hasses ist wieder mit dabei. Und neue Dungeons und natürlich auch neue Stützpunkte finden wir dort. Vielleicht ist es auch so, dass wir nur dort die neuen Söldner finden. Kann ich mir jemals theoretisch vorstellen. Von der Story her ist es halt so, dass Nereil uns ja tief in den Dschungel führt, in diesen neuen, wo wir versuchen, die bösen Pläne von Mephisto aufzudecken. Sag ich mal, so gut, so bekannt, alte Dinge, die wir aber wahrscheinlich wieder mega präsentiert bekommen. Dann, die Söldner, die wir bekommen werden, sind insgesamt 6 Stück. Es gibt 6 Söldner, die sammeln beim Kämpfen natürlich Erfahrungspunkte, werden immer stärker
und unterscheiden sich nicht nur im Aussehen, sondern auch durch ihre einzigartigen Fertigkeitsbäume. Also 6 Söldner mit unterschiedlichen Fertigkeitsbäumen und die wir, wie gesagt, gehe ich mal ganz stark davon aus, ausrüsten können mit unserem Equipment oder sprich halt mit den Sachen, die wir finden, dass wir denen dann halt den richtigen Bogen geben. So war es ja damals auch gewesen in Diablo 2 und ich denke mal, hier wird es ähnlich oder wahrscheinlich sogar noch umfangreicher sein und da freue ich mich schon mal sehr, sehr drauf. Das war eigentlich mal eine sehr, sehr coole Geschichte damals gewesen. Und dann, wie gesagt, das neue riesige Dungeon, was kommen wird mit ja, mehreren Bossen und vielversprechenden Belohnungen. Also wahrscheinlich wirklich so ein Raid, ne? Wo man sich eventuell wirklich ja, durchraiden muss. Ich meine, Blizzard weiß, wovon sie reden, wenn es um Raid geht. Ich sag nur World of Warcraft, wo man sich von einem Boss zum nächsten durchkämpft. Hört sich danach an. Hört sich für mich auf alle Fälle danach an. Das finde ich wirklich sehr, sehr genial. Guck mal genauer auf die Söldner. Da ist natürlich noch nicht viel bekannt. Sie werden mehr bald bekannt geben zu den Söldnern und auch zur neuen Klasse. Da soll es bereits nächsten Monat weitere News geben. Bei den Söldnern ist bekannt, wir bekommen den Berserker Crown, wir bekommen einen Bounty Hunter, ein verfluchtes Kind, Cursed Child, Maiden and Mongrel, Scholar und Schildträger. Das sind die 6 Klassen, die es gibt und wie wir die freischalten, wie wir die bekommen, müssen wir natürlich abwarten. Da ist natürlich noch nicht mehr bekannt und vor allem natürlich auch nicht, welche Fähigkeiten diese haben werden. Die Gefährten, wie gesagt, da wird es mehrere geben, die sind halt einfach nur dafür da, dass sie halt für uns Loot einsammeln, momentan halt, wie gesagt. Ah ja, was sie natürlich auch noch einsammeln, neben Gold und Materialien und Edelstein, genau, Edelsteine sammeln sie auch mit ein, ist natürlich auch zum Beispiel in der Höllenflut, dass sie dann für uns die Glut einsammeln, ne? Die Glut sammeln sie auch für uns ein und daher solltet ihr auf alle Fälle gleich jetzt schon ja, losgehen, gucken in euer Quest-Journal und euch einen kleinen Begleiter mit auf die Reise nehmen. Das lohnt sich auf alle Fälle und weitere, wie wir sie bekommen werden, ist nur momentan, wie gesagt, erhältlich, dass wir bekommen hier die einzelnen unterschiedlichen, ich glaube, der war enthalten, wenn ihr die Standardversion vorbestellt. Dann der hier ist, glaube ich, in der Deluxe-Variante vorhanden. Und ab der Ultimate Edition gibt es noch das Tigerchen. Ne? Aber da gucken wir nochmal auf die verschiedenen Versionen, weil der Preis ist natürlich auch schon bekannt. Es startet bei 40 Euro. Es startet bei 40 Euro. Ihr könnt aber gerne ja, aufstocken bis auf 90 Euro in den einzelnen Editionen. Wie gesagt, wo wir noch drauf schauen werden. Und natürlich ebenso wichtig ist, dass es diesmal keinen Vorabzugang gibt. Es gibt diesmal keinen Vorabzugang für Spieler, die Ultimate kaufen. Jeder fängt am selben Tag an. Das finde ich wirklich löblich. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und dann ist jetzt natürlich noch eine ganz wichtige Frage offen. Ne? Eine wichtige Info habe ich vergessen. Welche ist das bisher? Welche habe ich euch nicht genannt? Genau den Release-Termin natürlich. Es ist soweit am 8. Oktober. Am 8. Oktober geht es los und ihr könnt natürlich, ne, wo ich gerade hier im Spiel bin, ihr könnt natürlich direkt auch schon in den Shop hineingehen, wenn er keine Probleme hätte. Aber ich glaube, das liegt nicht an dem Shop. Ich glaube, das liegt wieder an meinem Internet momentan. Dort könnt ihr natürlich bereits dann Vessel of the Hatred vorbestellen. Nur so viel. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann, ja, entweder den DLC zu kaufen oder halt das komplette Spiel inklusive DLC, wenn ihr noch kein Diablo habt und das Video gerade schaut, das wird es für 70 Euro geben. Das kann ich schon mal so weit ja, festlegen. Das war's zu Vessel of the Hatred. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt wie immer an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht bereits getan habt. Genau, mit Glocke aktiv verpasst ihr kein weiteres neues Video. Ich danke euch fürs dabei sein und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.